Hallo und willkommen zurück hier bei Mini Ninjas. Und wir haben da jetzt so ein paar kleine Kollegen hier nebenan. Den da zum Beispiel. Jetzt allerdings nicht mehr. Das klingt immer noch wie so eine komische Glühbirne, die kurz vorm Durchbrennen ist, finde ich. Naja, aber egal. Was will man mehr, um Geister zu vertreiben? Eine Glühbirne reicht da auch vollkommen zu. Das ist dann wie bei Wall-E. Wenn Eve sie dann in die Hand bekommt, dann leuchtet's halt. So, und hier scheint es einen neuen Schrein zu geben. Hier gibt's auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zum Sammeln. Das sind jetzt übrigens Schmetterlinge und keine Glühbirnen, wollte ich sagen. Ja, toll. Willkommen bei den Glühbirnen. So, wir brauchen ein Windröschen. Jetzt gehen wir aber nicht nochmal unbedingt zurück. Weil wir das Windröschen nicht finden. Sondern wir gehen jetzt hier einfach weiter. Hallöchen. Und hoffen, dass wir einfach das Windröschen noch finden. Das war jetzt ein bisschen schwer zu lokalisieren, aber anscheinend hat es funktioniert, wie man sieht. So. Ach du Schande. Da unten ist auf jeden Fall was zu sammeln. Ist zwar nicht das Windröschen, aber naja, gut. Da hätten wir auf jeden Fall noch eine Statue. Da ist das Windröschen. Guck mal an. Oh. Mal gucken, ob wir den hier locken können. Hey, mein Freund. Komm mal ran. Komm mal ran. Nö, können wir nicht. Schade. Dann müssen wir es halt so machen. Verbraucht zwar Energie, aber naja, was soll's. So, hier inmitten dieses kleinen gefrorenen Seeleins gibt es also die Windrose. Oh, da war ein Clipping-Fehler. Aber naja, was soll's. Wo ging es hier nochmal lang? Ich glaube, da hinten ist der Schrein. Ja, da ist die Laterne. Na los, spring da hoch. Jawollo. Mal gucken, was uns jetzt für ein Zauber erwartet. Wir werden es dementsprechend auch gleich erfahren. Aber erstmal wird gebetet. Zeitbremse. Dieser Zauber manipuliert im Umkreis von mehreren Kilometern den Lauf der Zeit. Alle Personen im Wirkungsbereich werden dadurch langsamer. Okay. Das müssen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. Jetzt gehen wir erst einmal noch ein Stückchen weiter voran und gucken, ob wir noch so ein paar Geister haben. Weil wir sind ja in der vergessenen Grotte hier. Und ja. Mal gucken, ob wir... Okay, wir brauchen den Level anscheinend. Das Ding ist anscheinend nicht mehr. Ja gut. Nehmen wir das nächste Level. Oh, wir sind schon im Schloss. Oha. Ja, mich würde mir ja interessieren, wie groß die... der Umkreis von diesem Kilometer-Zauber überhaupt ist. Oh, guck mal. Der friert ja. Tut dem das auch weh? Irgendwann mit der Zeit, wenn wir zu lange stehen bleiben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sieht nicht so aus. Wir bewegen uns einfach mal weiter. Wo sind wir denn hier? Warnung, abfallende Klippen. Oh. Entschuldigung. Meinst du etwa die hier? Nein, wir springen da jetzt nicht runter. Das tun wir auf gar keinen Fall. Hier ist ein Lichtlein. Kann er sich dran wärmen? Jetzt sieht es auch nicht so. Naja, gut. Aber wir müssen weiter. Nehmen wir das hier. Gibt es hier immer noch abfallende Klippen? Oh. Weg zum Schneeschloss. Ja, Schloss Nummer 4 und da ist noch eine Nachricht. Mir ist eiskalt, aber ich muss zurück zum Ninja-Dorf, um die anderen zu warnen. Ich muss einen Weg in diese Grotte finden. Suzume. Ja, also soweit ist, Suzume. Suzume. Hier. Soweit ist es vorgedrungen. Ja, alleine muss man wirklich sagen, Respekt. Oh, guck mal hier. Ja. Ich glaube, letztens auch eine... Also, was heißt letztens? Ich glaube, gestern. War das gestern? Ich glaube, es war gestern nicht.
Ich hab's schon wieder vergessen, wann das ist. Ich arbeite in letzter Zeit nur Nachtschicht, dementsprechend ist bei mir Tag und Nacht so ein bisschen hin und her. Also, herzlich willkommen! Munoichi! Irgendwie mag ich die. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe in letzter Zeit nur Nachtschicht, dementsprechend bin ich ja immer arbeiten, wenn Tagwechsel ist. Also sozusagen Richtung nächsten Tag gehen. Und für mich ist aber halt eben noch der Tag davor. Aus bekannten Gründen halt, wenn man Nachtschicht hat, ne? Und ja. Aber egal, das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht bereden. Und zwar hatte ich entweder gestern oder vorgestern, je nachdem, habe ich eine Doku gesehen über Winterkinder. Da ging es halt so um die Kinder von Kaiserpinguinen oder von Schneefüchsen oder Eisbären. Und da waren auch Schneeaffen dabei, japanische Schneeaffen, das sind solche. Das hätte ich ohne die Doku vorher gar nicht so gewusst. Nö, also, Kinders, schaut Dokus auf NTV. Das bildet. Obwohl, nee, das war nicht NTV, das war NDR. Man mag es kaum glauben, aber ja. So, das hier ist jetzt noch meine. Wir nehmen da die Geld einfach mal mit. Vielleicht können wir ja den boshaftigen ein bisschen bestechen mit unserem Geld, damit er dann sagt, ja, okay, ich bin jetzt lieb und so. Aber, da ist noch ein Blümchen. Ja, und die Doku hatte ich nämlich auch mit meiner Freundin zusammengeguckt und die ist ja so, was Tierkinder angeht, ist ja so absolut hin und weg immer. Es sei denn, es geht um Affen. Die findet sie generell irgendwie doof. Warum auch immer. Ich finde die voll süß. Gut, Menschenaffen sind jetzt nicht unbedingt süß, weil das sind quasi wir, nur mit wesentlich weniger Fell. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, was sie gegen Affen hat. So, Dora, du darfst jetzt auch mal wieder. Ja, ne, und das fand ich halt sehr interessant, so ich da so leicht vorm Dahinschmelzen wegen dem kleinen süßen Äffchen. Und meine Freundin so daneben so. Ja, nö. Ist halt nicht. Das war schon, weil normalerweise ist es immer sie, die anfängt mit rumquieken, wenn irgendwelche süße Tiere sind. Aber ausnahmsweise war ich das mal. Das ja, kann auch vorkommen. So. Hier, Rosi, dürfen jetzt mal wieder hier schnell und her rennen. Guck mal an, da sind wir jetzt schon wieder hier fast vor dem Schloss. Geh doch mal down. Meine Güte. Ah, Schnee! Gibt's da hinten noch irgendwas? Moment. Dies muss gecheckt werden, gleich nachdem ich dieses Erfahrungspöppelchen eingesammelt habe. Da unten scheint es auch noch was zu geben. Oi. Hätte ich jetzt nicht nochmal zurückgeschaut, dann wäre uns das eventuell alles durch die Lappen gegangen. Mal gucken, was es da so gibt. Guck mal da, ganz unauffällig am Wegesrand geht es noch ein Stückchen weit runter. Wäre euch das aufgefallen? Mit Sicherheit. So, hier gibt es auf jeden Fall was zu snaggen. Jo. Ach nee, guck mal da, ein Ginseng gibt es noch. So, aber jetzt erstmal hier ein bisschen Futter. So, gib mal ran hier. Ah, verdammt. Wisst ihr, was fehlt noch? Genau eine. Jetzt fehlt... Nee, genau eine fehlte. Aber manchmal ist es auch total merkwürdig, da fehlen dann zwei. Keine Ahnung, wie das berechnet wird, aber irgendwie wird es definitiv berechnet. So, jetzt rennen wir nochmal ganz kurz da hinten lang. Und bleib nicht am Schnee hängen.
So, hier. Oh, guck mal da. Nein, 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 nein. Das ist ja fies platziert. So. 2 von 7. Noch ein Pilzchen. So, und jetzt schauen wir aber hier noch um die Ecke, weil da wollte ich eigentlich gucken. Siehst du da? Noch eine Tigerlilie. Her damit. Alles meins. Ansonsten kann man hier noch irgendwo die schnelle Wasser kennen. Nö. Sieht also gut aus. Dann let us go. Wir haben die Zeit schließlich mit Löffeln gefressen. Wäre schön, wenn man echt so... Na, ich will nicht sagen, unendlich Zeit hat, aber es wäre schon schön, wenn man, ja, weiterhin 8 Stunden nur arbeiten müsste, aber der Tag halt nicht 24 Stunden, sondern 30 hätte. Och, keine Art. Aua, das ist doch nicht nett hier. Hatten wir nicht letztens erst irgendwie gesagt, ja, Kunoichi ist gut bei den Lanzenträgern? Das hat irgendwie so überhaupt nicht funktioniert, oder? Oder täusche ich mich doch schon wieder? Das ist ja jetzt eine neue Aufnahmesession hier. Heute kommt quasi Folge 16 raus. Das hier wird sozusagen Folge 17. Ihr seht erst am Dienstag. Bei mir ist noch Montag. Ja, ja, so schnell kann das gehen. Hier ist nichts mehr versteckt. Na ja, gut, dann mopsen wir uns mal hier ein bisschen was von den kleinen Büschen. Dass die Früchte aber auch nicht hier eingehen, ne? Ich meine, ist ja doch etwas kühler, was die Temperatur anbelangt. Aber, siehst du, jetzt waren es zum Beispiel 2, die gefehlt haben. Oh, hier noch ein. Na, jetzt geht doch. Wollte nichts abfallen. Böse, böse. Kann man hier vielleicht irgendwie noch... Oh, nee, schade. Ich dachte, hier gibt es noch irgendwie so einen kleinen Geheimzugang. Apropos kleiner Geheimzugang. So, wenn wir das jetzt richtig machen hier... Voll sneaky peaky eingedrungen. Die kommen nicht hier hoch. Na, mein Freund, wo ist er? Ja, 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 lauf du mal. Ah, schade. Oh! Jetzt stehen sie wieder da und fragen sich, was ist da los? Ah, verdammt. Na, ja, sie kommen aber nicht hier hoch. Das finde ich gut. Wir können hier einfach frech wegsnacken. So, einmal hierfür. Einmal dafür. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die nette Art, aber wir sind Ninjas. Ne? Wir greifen ja aus dem Geheimen an. Verdammt, war das nicht denn versteckt? Komm mal ran hier! Ja, ja, wollen die wahr sein? Ich bin hier der Verstecker. Nicht du! Wie sie sich aber auch alle in Reihe und Glied dort hinten einsammeln. Das war, glaube ich, ein Stück zu weit. Jo. Das sieht besser aus. Nee. Gut, dann vertrauen wir doch auf das Fadenkreuz. Sobald es orange wird. Das war jetzt nicht so. Na, können sie sich vielleicht hier hochklippen? Nee, sieht nicht so aus.
Das ist Spielmechanik ausnutzen, ja? Das ist nicht böse. So. Ja. Na, bleiben wir am Baum hängen? Nein, wir bleiben nicht am Baum hängen. Sehr cool. Das wird jetzt schwer. Obwohl, die könnten wir wegsnacken. Nice. Das hat er gut gemacht. Der Junge. Guck mal hier. Die Tierinvasion an. So, erst einmal hier den Schrein aktivieren. Wunderschönen guten Tag. Ist hier noch jemand da? Anscheinend nicht. Hier ist definitiv noch jemand. Da kommt doch hier bestimmt wieder... Oh, ich wollte schon sagen, da kommen jetzt bestimmt Samurai-Krieger raus. Aber... Na? Du kleiner Waschbär, du. Aber hier geht's dann nicht weiter. Nee, das sind bloß einfachere Bäume. Ach, guck mal, wer da stolz rummarschiert. Ja, ja. Oh, das war's ja schon. Das ist ja langweilig. Macht ja überhaupt keinen Spaß hier. So, erstmal noch die Erfahrungspopel hier einsammeln. Und immer her damit. Ein Samurai-Heiltrank. Oh. Ach, guck mal, wer da hinten schon wieder ist. Aber naja, ja, was soll's. So, wären wir in Skyrim, hätte ich jetzt den Pfeil einsammeln können. Aber da wir ja nicht in Skyrim sind und wir ja unendlich Pfeile haben, geht das ja alles. Das war zu weit. Ja. Was ist jetzt? Gott, wir sind so gut heute. Was ist denn da los? Wir kriegen jetzt bestimmt gleich richtig auf die Fresse. Oh. Ich habe mich gerade jetzt mehr vor dem Panda erschrocken, weil ich mir dachte, ah, jetzt kommt so ein Samurai. Ja. Jo. Ei. Das ist nett. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, wie man anständig ist? Wer schreit denn hier noch so? Ach so, der Hauptmann ist ja entkommen. Oh, Hallöchen, Popöchen. Um euch kümmere ich mich später. Hier ist ganz schön viel los, ne? Warum ist hier jetzt Kampfmusik? Ach, weil da hinten noch vier Leute stehen. Ach, guck doch mal. Ne, fünf sogar. Ach, guck doch mal, wie süß. Na, verdammt. Die haben gekreuzt. Das war ja mal richtig fies. Na, was ist jetzt, mein Freund? Verdammt, ich wollte mal gucken, was Thors Spezialfähigkeit ist. Habe ich doch glatt vergessen. Es war ein Fehler, mich in das Schloss zu schleichen. Hier sind zu viele von diesen Kerlen. Ich ziehe mich jetzt zurück und laufe nach Hause. Susumi. Kann es sein, dass es hier weitergeht? Wir hätten bestimmt einen ganzen Abschnitt überspringen können. Aber ganz ehrlich, nö. Allein schon wegen der Erfahrungspunkte nehmen wir das mit. So, meine Freunde, ihr seid alle frei. Laufet, meine Kinders. Nehmen auch viel zu wenig die Objekte. Stelle ich immer wieder fest. Aber wir kommen ja auch so ganz gut durch. Von daher... Ja, nehmen wir jetzt mal das Blümchen. Da ist das schon eine Klette und dann hängt es sich noch nicht mal an. Also wirklich. So. Ja. Okay. Kein Samurai. Okay, die werden bestimmt noch später kommen. Das war aber richtig fettes Areal hier, ne?
Das, muss man mal so sagen. Mir wäre jetzt schon fast lieber, dass ich den Checkpoint erst später genommen hätte. Aber naja, egal, was soll's. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, die Mini-Ninjas greifen das Winterschloss an und wir frieren. Deswegen, bis gleich, tschüss!